Im März diesen Jahres hat Jean-Claude Juncker dem Europäischen Parlament das Weißbuch zur Zukunft der Europäischen Union vorgestellt. Das war notwendig, nachdem der Brexit beschlossene Sache war, nachdem in den Vereinigten Staaten Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde und wir viele, viele Herausforderungen zu bewältigen haben, die offensichtlich nicht mehr mit einem weiter so vorangehen können in der Europäischen Union. Dieses Weißbuch enthält 5 Punkte. Und ich würde diese gerne ganz kurz vorstellen und meine Position dazu deutlich machen. Herr Juncker hat 5 Szenarien entwickelt. Das erste Szenario ist weiter wie bisher. Das zweite Szenario ist mit einem Schwerpunkt auf den nur Binnenmarkt gesetzt. Das dritte Szenario ist, wer mehr will, kann mehr tun. Das vierte, weniger machen, aber dafür effizienter. Und das fünfte ist viel mehr gemeinsames Handeln in der Europäischen Union. Was hat dieses Weißbuch bewirkt? Dieses Weißbuch ist ja, wie man schon an den Titeln hört, sehr allgemein gehalten, aber es hat bewirkt, dass sich nicht nur das Parlament, die Kommission, sondern viele Menschen in der europäischen Gesellschaft, in der Europäischen Union damit beschäftigen, wie es nun eigentlich weitergehen soll. Wie wollen wir damit umgehen, dass der Klimawandel zu bewältigen ist, dass Millionen Flüchtlinge gerne nach Europa kommen wollen, dass wir über eine neue Sicherheits- und Außenpolitik nachdenken müssen. Und so haben wir das auch bei uns in der deutschen SPD-Gruppe getan und sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, und dem schließe ich mich auch gerne an, dass ein weiter wie bisher so nicht geht, aber dass die 4 anderen Szenarien eigentlich in der Realität zu einem Mix kommen müssen. Und dass es möglich sein muss, als höchste Priorität tatsächlich Vertrauen bei den Menschen wieder zu gewinnen, dass wir ein gerechteres, sozialeres Europa schaffen und dass wir beispielsweise dafür sorgen müssen in der Europäischen Union, dass, wenn an einem Ort gearbeitet wird, jeder dafür den gleichen Lohn bekommt und entsprechend auch die gleiche Arbeit leisten muss. Das ist für uns Europa. Wenn da einige vorangehen können und wollen, dann sollen sie es tun, dann soll diese Flexibilität möglich sein, zum Beispiel in der Eurozone, vielleicht auch mit einem Europa-Finanzminister. Aber das soll dann noch weiter diskutiert werden, und ich bin sehr gespannt auf die weiteren Diskussionen.